Wer ist eigentlich Kurt Georg Kiesinger? Kurt Georg Kiesinger wurde am 6. April 1904 in Ebingen in der Schwäbischen Alb geboren und er war von 1966 bis 1969 der insgesamt dritte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. In seiner Amtszeit fielen unter anderem die 1968 verabschiedeten Notstandsgesetze und er und seine Regierung versuchten der zu dieser Zeit schwächelnden deutschen Wirtschaft durch staatliche Aufträge unter die Arme zu greifen. Die Notstandsgesetze waren eine Änderung des Grundgesetzes, die die Souveränität, also die Eigenständigkeit der Bundesrepublik ausweiten sollten. Der deutschen Politik wurde zu dieser Zeit noch immer von den westlichen Besatzungsmächten Frankreich, USA und Großbritannien über die Schulter geschaut und gut 20 Jahre nach Kriegsende wollte man dies aus deutscher Sicht nun ändern. Unter anderem ging es darum, im Fall eines Notstandes, also einer Gefährdung des Landes, die Bundeswehr wieder einsetzen zu dürfen. Dies war bis dahin nicht erlaubt und stieß auch in der eigenen Bevölkerung auf massive Proteste. Die Proteste gegen die Notstandsgesetze waren unter anderem Teil der sogenannten 68er-Bewegung. Das war eine Protestbewegung vorwiegend aus jungen Menschen und Studierenden, die sich während der gesamten 60er Jahre für gesellschaftliche Freiheit einsetzten und unter anderem Kritik am Vietnamkrieg äußerten und speziell in Deutschland für die Aufarbeitung des Nationalsozialismus waren. Die 68er heißen deshalb 68er, weil sie eine weltweite Protestbewegung waren und im Rahmen dieser, insbesondere im Jahr 1968, viele wichtige Ereignisse und Proteste stattfanden. Das Notstandsgesetz jedenfalls trat letztendlich am 30. Mai 1968 in Kraft. In den Jahren vor Kiesingers Kanzlerschaft begann das deutsche Wirtschaftswunder abzuflachen. Das Wachstum war nicht mehr so groß wie noch in den 50er Jahren und insbesondere die wachsende Nachfrage nach Erdöl setzte den deutschen Arbeitsmarkt sehr zu. Kohle war von nun an nicht mehr so gefragt und insbesondere in Nordrhein-Westfalen mussten die ersten großen Zechen schließen. Dies hatte zur Folge, dass viele dort ihre Arbeit und auch ihre Perspektive verloren. Um diesem Trend entgegenzuwirken, vergab Kiesinger mit seiner Regierung viele Arbeitsaufträge auf staatlicher Seite, damit Betriebe nicht pleite gingen und Arbeitsplätze nach Möglichkeit erhalten werden konnten. Diese Arbeitsaufträge wurden insbesondere in der Industrie und in der Infrastruktur angewendet. So wurden Straßen gebaut und das Bahnnetz erweitert. Kurt Georg Kiesinger hatte zwar mit 2,5 Jahren die von allen KanzlerInnen bisher kürzeste Amtszeit, dennoch fielen auch in seine wichtige Ereignisse für die Bundesrepublik Deutschland.